Ja, guten Morgen. Also guten Morgen ist es ja schon nicht mehr. Es ist 12.11 Uhr am Sonntag. Anouk hat heute einen Arzttermin. Und zwar, wo fahren wir hin, Anouk? Zum Zahnarzt. Wohin? Zum Zahnarzt. Und fährst du da gerne hin? Naja. Geht ja um deine Zahnspange, um deinen Lückenhalter. Der Lückenhalter, der muss erneuert werden, weil Anouk Riesenzähne bekommen hat. Mhm. Monster Fies. Endlich ein Termin. Die haben so viel zu tun, die haben sogar sonntags auf. Toll, wa? Das ist eine Praxis. Ha? Es dauert lange, bis man da ist. Naja, so lange dauert es nicht. Es ist am Kudamm. Also das werden wir wohl relativ schnell hinkriegen. Parkplatz müssen wir ein bisschen suchen. Ich hoffe, am Sonntag ist nicht so voll da. Oh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon. Ja. Was soll das? Warum immer so negativ? Ich bin immer positiv. Ich versuch's immer positiv. Ja, und dann gibt's neue Platzhalter für einen. Hoffentlich. Karte haben wir, alte Zahnspange haben wir, die alte Anouk haben wir. Hey. Auf ihn! So, wir sind da. Und Parkplatz direkt vor der Tür haben wir selten. Haben wir eigentlich selten. Noch nie gehabt. Ach. Bei Leo Spiek Auktion. Na Wahnsinn. Mhm. So viel regt? Ja. Der Schlüssel ist halt schon kaputt hier. Deswegen wollte ich den anderen mitnehmen. Soweit geklappt hat. Ah. Zu. Wunderbar. Rennen. Stopp. Schauen wir mal hier. Ich verklingel. Okay, warte. Und? Wie war's? Was hat sie gesagt? Mehr Zähne putzen? Viel Dollar Zähne putzen und Zahnseide benutzen vor allem. Ja. Müssen wir machen. Eine halbe Stunde nicht essen, ja. Ja, nichts trinken. Nichts trinken. Ich hab Hunger. Ich weiß. Zähne putzen. Ja. Nicht Hunger. Zähne putzen. Ja. Zähne putzen. Ja, wie? Ja. Nur mit der Zahnbürste. Ja, wie? Ich finde hier keine. Na, nicht doch hier jetzt. Sondern sonst denn. So. Mann, ist das eine Praxis da oben, ey. Warum? Was meinst du denn damit? Riesengroß. Aber jetzt haben wir sie richtig klein. Q64. Wie richtig klein? Ja, jetzt ist die Kinderpraxis richtig klein. Ja, ist er doch. Die ist doch richtig riesengroß. Doppelt so groß. Und das andere war doch die Erwachsenen- und Kinderpraxis zusammen. Jetzt haben sie eine ganze Etage nur Kinder. Ey, unglaublich. Naja, bei den Süßigkeitenkonsum heutzutage kein Wunder. Das ist ein geniales Bild. So muss es aussehen. Ja. Alles umsonst vor allem, wa? Da kannst du Fotos machen, da kannst du spielen, da kriegst du Kaffee, Getränke stehen da rum. Das ist wirklich Luxus, die Praxis. Also die ist wirklich gut für Kinder. Und man kann Minecraft spielen, man kann ins Kino gehen. Na, Kino gibt es da, ein Kinderkino, alles. Also die Wartezeit wird erträglich und vor allem, die gehen gerne zum Zahnarzt. Die Kinder. Ja, also ich gehe gerne zum Zahnarzt. Ich will immer zum Zahnarzt. Naja, außer ich lasse mich weg. Manche Sachen gefallen mir nicht beim Zahnarzt. Das ist wirklich eine Arztpraxis, die weiß, wie man das gestaltet, alles. 13, 17, jetzt ab nach Hause, eine halbe Stunde darf meine Tochter jetzt nicht essen und so. Und nichts trinken. Und nichts trinken. Nee, was willst du haben? Eine Pizza. Eine Pizza, oh. Naja. Dann halt Pizza. Mal gucken. Schmeckt echt eklig. Schmeckt wie nach Papierpapa. So, naja, wir hätten jetzt wieder nach Hause fahren können, aber da ist jetzt nur ja nicht los. Oh, kränkeln sie alle rum. Jetzt sind wir im 60s. Ja. Ich und Anouk alleine.
Anouk muss ihren schlechten Geschmack vom Zahnarzt runterspülen mit der Pizza. Pasta. Pasta. Pizza, ja. Oh. Pizza geschrieben. Was möchtest du denn trinken? Als Bier. Aber noch, hat man noch mal so durchgeschafft. Ja, fertig. Zeig mal, was hast du beim Zahnarzt bekommen für eine Überraschung? Das sind Stickers. Also dann habe ich Stickers. Einmal hier Bell. Ja, Schön und das Biest gekriegt. Also Bell habe ich einmal gekriegt und einen Schmetterling. Schmetterlach. Ja, wunderbar. Immer noch Igitt, 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 Igitt. Zum Glück kommt immer als erstes das Trinken. Du brauchst ein Glas, oder? Ja, aber. Ja, ich hole mir noch einen Stuhl rein. Sie holt sich noch einen Stuhl rein. Farbe? Blau. Tada! Super! Fertig. Jetzt noch eins dran. Tuk, 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 tuk. Okay. Durchatmen, ruhig. Jetzt müssen wir essen. Ja, das kannst du deiner Mama zeigen, wie ich das gebaut habe. Machen wir jetzt nichts essen. Kaputt, kaputt. Drei nehme ich. Das. So riesig. Also ich habe sie mir ja bestellt. Messer, Gabel brauche ich nicht. Ja doch. Also zum Schneiden. Ja, muss halten. Tja, Anschnalle ist wichtig. So, meine Tochter hat eine riesen Pizza haben wollen. Eine riesen Pizza und hat ja davon zwei, drei Stücken gegessen. Drei. Stücken. Drei Stück. Wenn ich eine kleine genommen hätte, hätte ich auch nur drei Stücke gegessen. Oder vier. Oder acht. Oder alle. Ja, alle. 18 hier alle schon. Vielleicht auch mal alle. Irgendwann. Ich weiß nicht richtig, wo lang ich fahren soll. Ich fahre jetzt mal. Das ja. Dann? Ja. Sagst du es dann? Einfach so. Das klingt interessant. Das macht die ganze Sache so aufregend. Dann soll ich das Fenster aufmachen? Nein. Bitte. Nein, wieso? Bitte. Nein, wieso denn? Bitte. Ja Gott, wieso denn? Hier ist es zu warm. Ist nicht warm. Ja. Ist warm. Es ist voll warm. Es ist voll warm. Kamera, es ist warm. Also schön, dass wir jetzt hier, wir sind ja nicht mehr nur zu fünft oder so. Ich meine, wir haben ja sowieso die Katze haben wir noch, dann sind wir schon sechs. Und wir haben dann auch noch ein neues Baby, dann sind wir schon sieben. Wir haben nämlich auch die Kamera, wie Lumen sagen würde. Hallo, Herr Kamera. Und auch meine kleine Tochter spricht schon mit der Kamera. Und sie sagt Hallo. Und du sagst jetzt auch noch hier. Was denn? Herr Kamera. Hallo Kamera, es ist warm. Die Kamera ist mein Kamerad. Wie sagst du das? Ich spreche
oft mit der Kamera. Wir haben ein inniges Verhältnis. Ja. Ich verbringe viel Zeit am Tag mit meiner Kamera. Ja, das stimmt. 4 Stunden lang. 4,20. Na, im Grunde genommen schneide ich ja den ganzen Rotz dann noch zusammen. Rotz. Rotz, damit es nicht so ordinär daherkommt. Schade, jetzt ist schon Sonntag und der letzte Tag. Ja, aber Mama geht's halt nicht so gut und deswegen ist das halt so. Manchmal ist es gut. Nächste Woche haben wir. Oh, ihr müsst einfach fahren. Es ist doch jetzt nicht. Papa, nächste Woche hat doch der. Also, jetzt gerade eben. Also, heute hat doch der Zahnarzt gesagt, dass wir nächste Woche halt nochmal vorbeigehen. Oh, stopp. Oh. Na, stopp doch. Herrgott. Oh. Das ist schon ganz schön anstrengend. Überall Polizei. Was du willst einfach nicht irgendwie. Guck mal hier, guck mal da. Sagst du mir jetzt endlich, was du willst? Ich krieg eine Krise hier. Egal. Was ist denn los mit dir? Ja. Erzähl, was du willst. Was willst du? Doch, ich will jetzt wissen. Ich will jetzt wissen. Was wolltest du jetzt sagen? Nix. Das kam nicht ein Ding bei mir an. Nur die Stotter. Die Phrasel und die Stotter. Los, jetzt du. Nö. In der Weihnachtsbäcke. Nein. Mach zum Anfang. Nee, das geht nicht so. Ein anderes. Ich sag ein anderes. Sag mal. Ich sag ein. Also, das ist jetzt nicht so cool. Bei Müller hat's gebrannt, brannt. Da bin ich schnell gerannt, brannt. Kam ein Polizist, der schrieb mich auf die List. Die List, die fiel in Dreck. Da war mein Name weg. Da lief ich schnell nach Haus, aus zu meinem Onkel Klaus. Der Klaus, der lag im Bett mit seiner Frau Elisabeth, sie lachte, ihr Hosenträger krachte, ein Baby raus marschierte. Das erste war ein Junge, das zweite war ein Mädchen, es hatte keine Zähnchen. Der Junge hat voll die Weiße gehabt? Ja, er hatte schon die Weiße, aber das Mädchen hatte keine Zähnchen. Das ist ja ein Ding, ey. Das ist ein Spätgeburt. Hallo. Evelina hat mir den mal gefragt. Papa, mein Zahnspange mitnehmen. Ja, Mamas alles mitnehmen. Bootshunde nicht mit. Müssen wir das hier mitnehmen? Ja, alles mitnehmen. Kannst du meine Zahnspange mitnehmen? Ja, alles mitnehmen. Und kannst du noch meinen Würfel mitnehmen? Ja, alles mitnehmen. Und hier, Papa, die Tiere. Was haben die gesagt mit der Zahnspange? Nächste Woche muss ich wiederkommen. Und sie muss. Nächste Woche. Genau, weil es wird wahrscheinlich nicht mehr. Also sie konnten es jetzt nicht anpassen, weil sie die Entzündung hat. Konnten sie jetzt nicht gucken und es ist wahrscheinlich aber nicht mehr zurechtschleifbar. Und ich habe zwei Stück nicht mehr. Die passt nicht mehr. Nein! Konnten sie nicht, die konnten ja nicht. Ist ja keiner da. Tja, das war der Tag von heute. Also erst noch lange nicht um der Tag, aber das war erstmal bis jetzt. Meine Frau ist schon wieder kalt. Meine Frau wird alt, meine Frau ist kalt. Du warst ein bisschen runtergegangen, aber das ist immer mal tagsüber. Du kannst so kurz drücken. Ich dachte, das geht von alleine an. Die kreischen da drüben schon. Nein. Das Video startet nicht. Ey, Jay Leno's Baker Electric Car. Man sieht das elektrische Auto von 1910 oder so. Ja, siehst du? Die elektrische Kutsche war das ja nicht. Hast du schon aufgerufen? Ich hätte nie gedacht, dass ich so früh Feierabend mache, aber ich mache heute auch nicht mehr.
leg mich einfach zu meiner Frau, die immer noch in der gleichen Position liegt wie gestern. Und hab mir ein Eis gekauft und mach Feierabend. Und wahrscheinlich seht ihr überhaupt nichts, weil es total dunkel ist hier. Ja, liebe Leute, das war ein ganz kurzer Beitrag zum Sonntag. Da haben wir nicht viel gemacht. Wir waren eigentlich nur im Zahnarzt. Und danach waren wir zu Hause und haben ein bisschen getobt und ein bisschen so und ein bisschen so. Da war die Kamera jetzt nicht dabei, war nicht an. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch einen Film geschaut. Und so, jetzt ist es spät, jetzt gehe ich ins Bett gleich. Schau ich mal, ob ich das noch schneide. Und dann wird es ein ganz kurzer Beitrag. Also, sehen wir uns morgen wieder. Macht das gut. Bis dann. Morgen geht es wieder in die Schule für Anouk. Und morgen kann ich dann hoffentlich auch wieder arbeiten. Ja, heute ist es immer so, Marlies lag die ganze Zeit im Bett. Da muss man sich ein bisschen um die Kinder mitkümmern. Und dann ist es halt schwierig. Würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy.